So, Fußball Harz aus Goslar. Hier ist der Interimscoach vom VfB Oldenburg, Stefan Ehlers. Der war bisher bis zum Mittwoch noch für die U19 des JFV Nordwest tätig. Ist auch immer noch. Ist er immer noch, aber er wurde von dem freigestellt, um erstmal jetzt für den VfB Oldenburg in die Bresche zu springen. Ja, Stefan, was sagst du zum Spiel heute? Ja, wir sind schwer reingekommen, aber es waren auch turbulente Tage. Also die erste Halbzeit war sicherlich nicht das, was wir uns so vorgestellt haben, auch vor dem Spiel, was wir uns vorgenommen haben. Aber die zweite Halbzeit hat dann sicherlich für einiges entschädigt. Also die zweite Halbzeit war eine Top-Leistung, fand ich von den Jungs, und war auch am Ende ein hochverdienter Sieg. Ja, sicher. Es ging ja auch alles holter die Polter bei dir. Wie fühlt man sich denn, wenn man so ins kalte Wasser geworfen wird? Ja, also das ist natürlich die denkbar schwierigste Situation. Normalerweise kommt man irgendwie auf den 15., 16., 17. Platz in den Genuss, irgendwie so einen Job zu übernehmen. Ist eine Situation, wo man eigentlich nur verlieren kann. Aber spannend, turbulent. Ja. Dafür lebt man aber auch den Fußball, und das sind genau die Chancen vielleicht, die man vielleicht auch mal nutzen muss. Das hast du sehr schön gesagt, das stimmt, in der Tat. Wie haben denn die Spieler darauf reagiert, dass sie auf einmal so schnell so einen Trainerwechsel bekommen haben? Ja, die haben sich auch gefangen. Ja, das war für die Spieler eine ganz, ganz schwierige Situation, zumal sie auch wirklich emotional sehr mit dem Trainerteam verbunden waren. Da müssen sie die Spieler mal selber fragen. Wir haben uns versucht, zusammenzuraufen in den Trainingseinheiten. Wir haben versucht, alles zu geben dann, und die Jungs haben sich wirklich auch in der zweiten Halbzeit belohnt, muss ich einfach sagen. Ja, das ist wohl wahr. In der Tat eine starke Leistung von euch. Genau, Charakterfrage mit Charakter festbar. Die Mannschaft hat Charakter bewiesen und wurde von dir gut eingestellt. Könntest du dir vorstellen, diesen Trainerposten noch längerfristig zu besetzen? Das entscheide nicht ich. Vorstellen kann man sich im Fußball grundsätzlich alles. Das ist Sache des Vorstandes und so weiter. Aber wir schauen mal, ich lasse es mal auf mich zukommen. Okay, Stefan, ich bedanke mich für das Gespräch und wünsche dir eine gute Heimfahrt deiner Mannschaft. Ne? Danke. Glückwunsch schon mal. Danke. Danke dir. Tschüss.